ich hätte ihm einfach wirklich eine sollen geben und ihm einfach sollen klar sagen, was soll das? Das macht man einfach nicht. Du musst meinen Körper respektieren. Nur weil ich so aussehe und dir das gefällt, heisst das nicht, dass du mich anlangen darfst. Mein Name ist Valeria. Ich bin hier in der Schweiz geboren, aufgewachsen. Meine Mama ist Peruanerin. Ich mache heutzutage Influencer auf Instagram. All my life I've been holding on. It's been crazy, but still I'm stronger. Ja, ich habe eine Familie. Mein Mann, Aliano, meine zwei Kinder, Emma und Thor. Ich muss sagen, ich habe tatsächlich schon als Kind geträumt von den Staaten. Ich hatte natürlich auch eine Verbindung zu den Staaten, weil meine Mutter und ihre Geschwister die sind dort ausgewandert. Und wir sind sie eigentlich jedes Jahr besuchen, Sommerferien, mehrere Wochen. Ich hatte wirklich den Traum, so ein bisschen, dass, wie sagt man das? Der Staatentraum. Ich bin mega oft auf den Baum geklettert. Ich glaube, auf diesen Tag, genau, auf den dritten. Ja, ich mache es schon, Deutsch. Ich bin immer meine Mami gerufen: Mami, was gibt es zum Essen? Und sie wollte es mir nicht sagen, weil wenn sie es mir gesagt hat, habe ich immer gesagt, ah oh nein, ich kann es nicht gerne, ich bleibe dann voll draußen. Meine Mami, sie ist eben von Peru und sie hat eigentlich durch meine ganze Kindheit, sie ist mit mir geblieben, als ich noch ganz klein war. Und dann hat sie aber angefangen zu putzen, privat. Und ich habe das dann in der Schule, habe ich irgendwie dann gemerkt, dass das kein angesehener Job ist und dass das nicht alle Mamis von anderen Kindern machen. Und dann habe ich mich oft ein bisschen geschämt dafür, dass meine Mami halt Putzfrau ist. Und an einem Tag in der Woche hat sie mich an den Hort geschickt, weil sie hat mich putzen in Zürich und sie konnte nicht nach Hause kommen. Und ich weiß noch genau, ich kann das niemandem sagen, dass ich eine Mami habe, die nicht nach Hause kam, um zum Mittag zu machen, dass ich das über Jahre hinweg einfach versteckt habe. Also ich habe es niemandem gesagt, dass ich in den Hort gehe. Und bin immer, ich glaube, ich bin entweder immer die Erste, die vom Klassenzimmer nicht hingerannt ist, dass niemand mich verfolgt oder sieht, oder immer die Letzte. Ich bin einfach im Schulhaus geblieben, bis alle heimgegangen sind und erst dann bin ich in den Hort. Und so im Nachhinein tut es mir mega leid, dass ich das muss verstecken zum einen. Und für meine Mami tut es mir auch mega leid, weil, weil ich sie einfach... Ich habe es wie nicht gecheckt als Kind, was sie alles aufgegeben hat, zu mir zu gehen. Auf dem Baum und brüllen. Ja, und... Es geht mir, glaube ich, extra näher, weil ich jetzt auch selber eine Mami bin. Und ich sehe alles, was wir für unsere Kinder machen. Und der Gedanke, dass ich mich geschämt habe dafür, dass sie eine Putzfrau ist. Obwohl sie einfach... Der Grund ist nicht, dass sie eine Putzfrau hat, weil sie damit sie weg von mir kann sein oder so, sondern sie hat wirklich einfach auch zeigen, dass sie nicht einfach zu Hause bleiben und dass sie irgendwie faul ist, sondern dass sie auch etwas macht. Und sie hat sich nie dafür geschämt. Sie war die stolzeste Putzfrau und immer noch. Sie hat Freundschaften gemacht mit all den Leuten, für die sie putzt hat. Also sie hat den Job so wertgeschätzt auch. Und dass ich das nicht auch wertschätzen konnte als Kind, das tut mir jetzt im Nachhinein mega leid. Lo que yo siento por ti, mi ñaña, nadie lo cambia en este mundo. Lo que yo...
mache jetzt Lomo Saltado. Und dann gibt es noch ein Nüsli-Salat, ein bisschen schweizerisches. Und eine Tartar de Tofu. Ich bin in 91 gekommen in der Schweiz. Ich war noch 23. Und das war eine Notsituation. Ich wollte einfach flüchten von ins Land. Es war Terrorismus. Die maoistische Guerilla-Organisation Sendero Luminoso, Leuchtender Pfad, hat einen bewaffneten Streik befohlen. No votar, nicht wählen. Die Bevölkerung weiß, was droht. Vor den Wahlen hat die Organisation in Peru 50 Kandidaten und Bürgermeister ermordet. Und danach habe ich gedacht, ich muss weg. Ich wusste nicht, wohin. Dann habe ich alles in einer Woche organisiert, Passport, Billett, alles. Ich habe meine Eltern nicht mal gesagt, sie haben in Amerika gelebt. Bin ich mit Aeroflot geflogen, weil das war auch eine gute Möglichkeit. Das Billett hat es ein Jahr Gültigkeit gehabt. Und ich dachte, ja, in einem Jahr werde ich arbeiten, Geld verdienen, sparen, dann komme ich wieder zurück mit viel Geld. Und dann kann ich etwas in Lima machen, irgendein Geschäft eröffnen. Wir sind über Kuba. Sind wir nach Havanna, von Havanna nach Kanada, von Kanada nach Irland, von Irland nach Luxemburg, von Luxemburg nach Moskau und von Moskau nach Zürich, nach dem dritten Tag. Und ich dachte, mein Gott, wo liegt das Zürich? Also, das war mein erstes Mal auf einem Flugzeug und noch weg von meinem Kontinent, von meinem Land. Ich dachte, wo liegt das Zürich? Mein Gott, das ist so... So weit. Ich habe mich als Kind nie betroffen gewesen, dass ich irgendwie eben ausgeschlossen worden bin wegen meiner Herkunft oder so. Und ich glaube eben vor allem, das ist eine Thematik geworden, vor allem, wo ich dann in die Oberstufe gegangen bin, wo ich dann so im Teenageralter gewesen bin. Ich weiß gar nicht, was ist das für so 13 oder so, 14. Und ich habe dann auch gemerkt in mir selber, wie irgendwie auf einmal ist das Latina-Sein nicht nur okay, sondern es ist auch cool. Man hat das typische Bild von einer Latina-Frau mit grossen Hüften, mit einem grossen Arsch. Und ich hatte tatsächlich auch einen grösseren Arsch damals. Heutzutage nicht mehr. Der ist jetzt flach. Aber ich weiß noch genau, in meiner Klasse, ich glaube, seit der Oberstufe oder so, ist mir wirklich auch der Arsch betatscht worden. Und das so, wo ich während irgendwie zum Lehrerpult gegangen bin, irgendwie meine Hausaufgaben zeigen oder so. Und in dem Moment habe ich einfach nicht gewusst, was machen. Und es ist mehrmals vorgekommen. Und ich habe nicht gewusst, wie ich mit dem umgehen soll. Ich habe einfach nicht gewusst, ist das etwas Gutes, ist das etwas Schlechtes. Und ich konnte es auch niemandem erzählen. Also, natürlich hat es die Klasse gesehen selber. Aber es hat mich jetzt ein bisschen... Amix erinnere ich mich daran, es hat mich nicht jetzt irgendwie für immer geprägt oder so. Aber ich habe amix so Erinnerungen daran und denke mir so, shit. Ich hätte ihm einfach wirklich eine sollen geben. Und ihm einfach sollen klar sagen, was soll das? Das macht man einfach nicht. Du musst meinen Körper respektieren. Nur weil ich so aussehe und dir das gefällt, heisst das nicht, dass du mich anlangen darfst oder über mich in einer abwertenden Form über mich reden darfst. In einer Form, wo Frauen abwerten, auf ihren Körper, auf ihr Aussehen, auf ihren Arsch. Und es tut mir so leid, dass ich all diese Wörter nicht hatte als 13-, 14-Jährige. Es ist krass. Wenn es mich jetzt noch trifft, wie fest mich das wahrscheinlich dort mal getroffen hat. Ich habe mich in dem Moment eigentlich geschämt. Für etwas, wo ich mich gar nicht hätte schämen sollen. Es ist ein Schamgefühl gekommen. Und genau darum verstehe ich auch, wieso so viele Frauen sich nicht sich zum einen nicht wehren, wenn sie zum Beispiel vergewaltigt werden.
Und zum Zweiten, wieso sie zum Beispiel erst in 10, 20 Jahren rauskommen mit der Geschichte, dass sie mal vergewaltigt worden sind. Heutzutage reflektiere ich das, dass ich ein Schamgefühl hatte für etwas, das ich eben nicht hätte haben sollen. Dass ich das Schamgefühl hätte sollen an dem Bub. Der hätte sich sollen schämen für das. Wenn ich jetzt zurück könnte gehen in die Oberstufe und mir einen Tipp könnte geben, wäre das wahrscheinlich, hey, lass dir nichts gefallen von einer Person, die dich nicht respektiert. Tu dich wehren. Erzähl es deinen Eltern, erzähl es einer Person, erzähl es deinen Lehrern. Und respektiere dich selber. Und dann habe ich eine Familie gekannt, wo sie noch ein kleines Mädchen, 3 oder 4 Monate alt war. Und sie wollte jemanden als Obermädchen. Und dann war ich bei dieser Familie 3 Jahre insgesamt. Und sie half mir viel. Und sie war sehr streng manchmal, aber gut streng. Weil sie hat mir morgens so eine Liste geschrieben auf Deutsch, was alles zum Erledigen und ein Wörterbuch nebendran. Und ich am Morgen kam es auf die Liste und das Wörterbuch, so, oh mein Gott. Und jetzt habe ich durch den Tag übersetzt, was sie wollte, aber ich habe weiter das Kind geschaut. Und am Abend habe ich schon gewusst, was sie wollte, ne? Weil ich habe alles übersetzt. Aber das hat mir geholfen, weil sie konnte nicht Spanisch. Und danach habe ich mich so ein bisschen abgelöst von der Familie, weil sie sind gezügelt und sie brauchte mich nicht mehr so viel. Und dann habe ich Stellen als Putzfrau gesucht. Das war ein bisschen für mich besser, weil ich konnte mich meine Zeit besser organisieren und dann verdiente ich auch mehr. Und so habe ich gelebt 6 Jahre in der Schweiz, sans Papier. Und dann nach 6 Jahren bin ich nach Peru in den Ferien meine Familie besuchen gegangen und nach einem Monat bin ich wieder zurück mit einem Touristenvisum gekommen. Und am gleichen Flugzeug, da saß mein Mann. Im Flieger rein, sitzt Reihe vorne dran und dann hat man geredet. Es war leer gewesen, fast der Flieger halb. Und dann sind wir ins Gespräch in diesen 2 Stunden Flugzeit. Und dann am Schluss in Zürich habe ich ihr noch Telefonnummer gegeben von mir und dann haben wir uns verabschiedet und wirklich ungefähr ein Jahr später hat sie angerufen und dann hat sie gesagt, ja, was ich mache und ich habe gesagt, du, ich bin da immer noch in Winterthur und ich bin Single wieder und sie war auch Single gewesen, wieder. Dann haben wir auf der Stadt sehr gute Auskünfte bekommen, was wir für Papier organisieren wollen. Und das hat ihre Brüder auch organisiert, voraus in Lima. Und sie ist dann wieder zurück auf Lima, hat ihr Papier geholt und hat auch einen neuen Pass noch gebraucht und ist zurückgekommen. Und wir haben die Papiere eingereicht und am Standesamt haben wir dann das alles legalisiert. Wir alle haben eine mega ähnliche Geschichte. Mein Mann, der Eli, hat eigentlich genau das Gleiche gemacht für mich, wo ich auf Amerika ausgewandert bin. Bin ich auch nicht legal gewesen. Ich bin so halb legal gewesen. Und wir haben das auch eigentlich gepusht worden, von Amerika zu heiraten, weil es sonst keinen anderen Weg gegeben hätte, dass ich dort bleiben kann. Und dann hat auch der Eli hat dann alles organisiert, papiermässig.
mit dem Heiraten und alles ist ja mega kompliziert dort drinnen. Mit der Green Card hat er alles gemacht. Und so durfte auch ich dann dort bleiben. Nicht nur das, sondern auch das Alter. Wir haben einen mega grossen Altersunterschied. Meine Eltern sind 14 Jahre auseinander und ich und meine Mama sind 17 Jahre auseinander. Die Sachen, die ich machen kann ich nicht unbedingt machen, weil ich irgendetwas studiert habe oder besser war, bin ich irgendetwas. Oder es ist wirklich einfach das Privileg, dass ich in einem anderen Land geboren bin. Und das kann man sich als Kind nicht auswählen. Du bist einfach dort geboren, wo du geboren bist. Meine Cousins und Cousinen, die in Peru geboren sind, konnten das nicht haben. Coming back here, you know, every year for vacation. Every time I came back, I was like, you know, eventually, you know, I want to live here. If it's even part-time living here and then part-time living in the U.S. You know, when I came here, it still felt like, you know, some preservation of just culture. You know, people. You know, the stores are closed on Sundays. You know, that felt kind of good. It felt homely. You know, whereas my time growing up in the U.S., it was more fast-paced. Even though Florida is not as fast as somewhere as New York, it still felt you know fast. Everything was open all the time. And I think I told you then, like already, like I don't want to go back. I want to like stay here. And you know, you're like more of the kind of rational person. You're like, no, we can't just stay here, you know, we have to go back and you know, maybe I don't know, in the future. Yeah, like you know, I told her, you know, we have to go back and I mean at most settle everything there before we can even decide, you know, to just, you know, jump and move on a whim. As the days progressed, like, you know, like I could see it in her face, you know, she was just getting more and more, you know, more and more just depressed of not being able to do the same things she was doing for that 2 months. And I mean, for me, you know, at the time, it wasn't too difficult for me to, you know, make the decision, you know, of what I think was probably best for my family at the time. To just move. I mean, I could work from anywhere, so that also made it a little bit easier. The Black Lives Matter movement and all the the violence happening, you know, the election, the COVID, you know all of these things. Just us being here and then for 2 months, then coming back and just not feeling as feeling as comfortable as we were when we were here, you know, just kind of gave me the push actually to say, you know, this is a better environment, I think, at this time for me to raise a family. So the reasoning why I wanted to move was, you know, also because of Black Lives Matter, mm-hmm. because it was the first time I got to see the violence, like, you know, on social media, you know, and that was like the first for me. Mm-hmm. And you said something there that, you know, like kind of like impacted me, because you're saying the reasoning that you moved wasn't for that, and the reason why is because you always had to live with that. Mm-hmm. It's yeah. just being displayed now mm-hmm. on social media. Yeah. But that's why it didn't change your change your, like, it didn't impact my opinion. Exactly. And that's like the difference between you and yeah. me. Mm-hmm. Me being white, that was my first impact yeah. that I saw. Mm-hmm. And that's why it impacted me so much. Yeah. And yeah, it's kind of like crazy. I, because you would think, oh, like, why doesn't that impact you as a black person? Mm-hmm. But your response, yeah, was just black. Showing that it's because I'm a black person. It happened to me my entire life. Yeah. Der Ariano, der ist super Mann für uns, für ihre Tochter. Und wir haben ihn von Anfang an wahnsinnig ins Herz geschlossen.
Und wir haben dann mal ihn gefragt, aber du, wie ist das für dich? Jetzt kommst du von Europa, du musst dich da wieder neu zurechtfinden, einleben. Und ich habe eine gute, super Antwort bekommen, dass ja, es ist nicht so wichtig, wo man lebt, sondern es ist wichtig, wo man sich willkommen fühlt. Ich habe meine Kindheit zuerst mega wertgeschätzt. Also ich konnte noch nicht keine Worte fassen, aber ich habe sie geliebt. Dann habe ich aber auf einmal bin ich durch die Phase durch, wo ich dachte, nein, die Schweiz ist einfach nur scheiße, ich will einfach nur noch weg. Bin dann eben ausgewandert und dann habe ich meine Tochter bekommen und dann habe ich schnell mal gemerkt, hey, eigentlich war es gar nicht so scheiße gewesen, wo ich war. Eigentlich ist es vielleicht sogar eines der besten Länder, um ein Kind aufzuziehen. Und dann bin ich auch schnell wieder zurückgekommen. Und in meinem Fall hat es wahrscheinlich eben nicht so lange gebraucht, um die Realisation zu machen, dass das, was nicht so cool ist oder das, was ich nicht gerne an der Schweiz hatte, dass das eben vielleicht gar nicht so schlecht ist. Ich glaube, das ist ein mega schönes Gefühl, wenn man weiss, dass das der Ort ist, wo Heimat für dich ist. Ich weiss, dass das nicht alle Menschen haben. Und darum schätze ich das mega, dass ich das habe. Weil für mich ist die Schweiz wirklich Heimat. Das ist der Ort, wo ich geboren bin, der Ort, wo ich aufgewachsen bin. Das heisst nicht, dass es immer die Heimat sein muss. Für ein paar Menschen ist es das einfach nicht. Aber in meinem Fall sehe ich jetzt vor allem, nachdem ich 6 Jahre in Amerika gelebt habe, ich wertschätze die Schweiz so fest jetzt. Viel, viel mehr als früher. Ja. Und ich sehe wirklich Schönheit jeden Tag in der Schweiz. Ich laufe um in unserer Nachbarschaft und ich denke mir einfach so, so krass, wie wohl ich mich da fühle in diesem Land, in meinem Zuhause. Das ist etwas, wo ich sehr dankbar dafür bin. All my life I've been holding on. It's been crazy, but still I'm stronger, stronger. Ich glaube schon, dass ich eine Stärke gewonnen habe. Ich habe auch mega viel einfach über mich können lernen, über meine Beziehung können lernen, auch über meine Beziehung zu meinen Eltern, zu meiner Vergangenheit. Du lernst die ganze Welt neu kennen. Weil du fängst dich an Sachen hinterfragen, weil du siehst vielleicht Sachen, die du mit deinem Kind machst und du denkst dir so, wieso mache ich das so? Und dann fängst du an überlegen und sagst, vielleicht weil meine Mami das auch so gemacht hat. Und es könnte positiv, aber auch negativ sein. Und dann so fängst du halt eben wirklich alles an neu anzuschauen und du kannst, das ist eigentlich das Coole an Mami, du kannst wirklich eine Person, kannst du eigentlich, du kreierst sie und dann kannst du sie aber auch ein bisschen formen. Schon klar, sie hat ihre eigene Identität, ihre eigene Persönlichkeit, aber als Bezugsperson, als Mami, als Papi, kannst du es eben schon steuern, formen. Das ist irgendwie auch das Coole und Schöne daran, wenn du all die Sachen, die du vielleicht nicht so cool gefunden hast in deiner Kindheit oder wie du erzogen worden bist oder was auch immer, das kannst du alles jetzt anders machen und besser machen. Besser. Dann können wir sicher die Kinder sagen dann wieder 20 Jahre, also so hätte ich es auch nicht gemacht. Aber ja, das ist so ein bisschen das Power, das wir als Mütter und Väter haben. Ich frage mich heutzutage, wie ich das geschafft habe, ohne,
ohne meine Mami. Ich habe ein Jahr lang oder sogar über ein Jahr lang habe ich das einfach so gemeistert und ich habe nie, ich bin eigentlich nie, wie soll ich sagen, traurig gewesen oder habe mir gewünscht, dass ich, ich habe einfach alles alleine gemanagt und habe mich aber nie beschwert. Und jetzt habe ich sie aber und ich denke mir so, oh mein Gott, du hättest dich können beschweren, weil es ist anstrengend gewesen. Mami, ich muss sein, aber die. Nachher holen wir gerade schon. Ja. Wir holen nachher. Ja. Versprochen, ja. Ja. Ich weiß aber nicht, ob ich dir das schon mal gesagt habe, aber ich wertschätze es mega, was du alles für mich aufgegeben hast als Mami. Das hast du ja auch. Da war ich weil ich weiß, wir werden beide anfangen zu brüllen. Ja, ja. Aber vor allem. Bella, bitte sie auch. Ich habe Mama aus Galerie sein. Ja! Ja. Als Kind habe ich nicht gewusst. Weißt, ich habe das nicht wertgeschätzt, dass du putzen gegangen bist. Der Beruf Putzfrau. Und es ist mir erst heutzutage bewusst, weißt, wie du hast ja der Putzfrau, den Job hast du mit so viel Stolz angenommen. Du hast dich nie dafür geschämt. Und es freut mich so, dass ich mich als Kind, dass ich als Kind gedacht habe, dass das ein abwertender Beruf ist, dass es nur die Putzfrau ist. Ja. Und dass ich mich geschämt habe, an mich dafür. Ja. Und es tut mir so leid, dass ich dir weh gemacht habe mit meinen Worten, die ich dir mal gesagt habe als Mami. Nein, Walle. Das sind aber Kinder so. Das machen alle Kinder so, das machen nicht bewusst. Ich war auch sicher mal frech zu meinen Eltern. Aber ich weiß, dass du mich gerne hast. Du hast mir schon mal gesagt, du hast mir so schöne Briefe geschrieben und ich behalte alle Briefe. Du weißt, ich behalte jeden Zettel von dir immer besucht. Aber weil ich weiß, dass du das so meinst und so denkst. Und ich bin ja da, ich sage dir immer, ich bin da für dich. Oh, mein Schatz. Ich bin so stolz auf dich auch, Alle. Oh, Mama, halt mich auf.